Es schreit nicht jeder gleich Lügenpresse. Aber es ist schon erschreckend, wie viele vernünftige Menschen tatsächlich glauben, dass wir hier regelmäßig Grundlinien unserer Berichterstattung mit den Mächtigen in Berlin absprechen. Wir haben keine Ahnung, woher sowas kommt, und mit dieser Bemerkung handle ich mir wahrscheinlich schon wieder viel Post ein. Aber ich denke, wenn die Berichterstattung von jemandem im Journal bestimmt würde, dann hätte der oder die ja irgendwann mal zum Beispiel mit mir sprechen müssen. Das ist nie passiert. Nie. Okay, wir schätzen nicht immer alles richtig ein, wir machen auch mal Fehler, aber wir recherchieren, prüfen, wägen ab und berichten, wie wir es in unserer Redaktion für richtig halten. Und dann gucken wir jetzt live ans Rheinufer in Mainz zu Bobby Cherian. Bobby, noch 3 Wochen mit Einschränkungen mindestens, das hören wir heute. Wie sind denn diese Aussichten bei den Menschen angekommen? Ja, tatsächlich haben viele Menschen, mit denen ich heute geredet habe, damit gerechnet, dass die Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung mal mindestens bis zum 20. April aufrechterhalten werden. Und die meisten Leute haben recht unaufgeregt und gelassen reagiert. Hier am Mainzer Rheinufer war auf jeden Fall heute eine Menge los. Es waren sehr viele Menschen unterwegs, meist aber eben nur zu zweit oder als Familie und mit Sicherheitsabstand, so wie es zurzeit sein sollte. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, das Mainzer Ordnungsamt, ist laut eigenen Angaben heute permanent alarmiert worden, weil es sich irgendwelche Menschengruppen in Parks oder auf Spielplätzen eingefunden haben. Kam das Ordnungsamt dann an, haben sich dann diese Gruppen wohl im Vorfeld schon aufgelöst. Es war also gewissermaßen ein Katz-und-Maus-Spiel. Also auf der einen Seite viel Umsicht und Einsicht und auf der anderen Seite ein gewisser Grad an Trotz, vielleicht Sorglosigkeit an diesem Frühlingstag in Mainz. Blaue Stunde in Mainz am Rhein. Bobby, herzlichen Dank. Vieles praktisch umsetzbar ist dann schon deutlich schwieriger. Und die viel spannendere Frage ist, ist es notwendig? Ist es angemessen? Ist es verhältnismäßig? Ich mache nur das Beispiel, obgleich man natürlich die unterschiedlichen Viren nicht vergleichen kann. Aber Masern sind jedenfalls, das kann man glaube ich sagen, Herr Professor Wieler, deutlich ansteckender, um ein Vielfaches als das Virus, das wir jetzt sehen. Und selbst bei einer Maserninfektion sperren wir keine Städte. Die viel spannendere Frage ist, ist es notwendig? Und selbst bei einer Maserninfektion sperren wir keine Städte. Ich bin sehr froh darüber, dass wir eben gemeinsam gesagt haben, dass, und das sehe ich weiterhin eine Woche später so, dass das Schließen von Grenzen oder das Beschränken der Reisefreiheit in Europa keine angemessene und verhältnismäßige Entscheidung wäre. Und außerdem, das Virus ist mittlerweile in Deutschland. Grenze schließen hält es auch nicht mehr auf. Wir sind jedenfalls in Deutschland der Meinung, dass Grenzschließungen keine adäquate Antwort auf die Herausforderung sind. Guten Tag zu den Weltnachrichten an diesem Sonntagnachmittag. Nicht nur unsere Nachbarländer, nun macht auch Deutschland die Grenzen zu Frankreich, der Schweiz und Österreich dicht. Und Sie haben noch gesagt, wir sollen noch die Facharzttermine organisieren. Ich weiß nicht, ob Sie mir eine Sekretärin zur Seite stellen wollen. Auf jeden Fall, wo wollen Sie die meinen von mir ausgerechneten 10 Milliarden pro Jahr für diese 5 Stunden Mehrarbeit hernehmen? Und warum haben Sie wieder letzte Woche die Budgetierung? Ja, Herr Spahn. Also zum Ersten ist ja niemand gezwungen, Kassenarzt zu werden. Nein. Infektionen mit dem Coronavirus in Nordrhein-Westfalen wieder hochgeschnellt. Die Lage ist jetzt dramatisch. Und deshalb mein Appell, bleiben Sie zu Hause. Wir als Landesregierung haben am Sonntag alle Clubs, alle Diskotheken, alle Schwimmbäder bereits geschlossen. Und wir haben heute entschieden, auch die Gaststätten ab 15 Uhr zu schließen. Es mag reizvoll sein, jetzt bei dem schönen Wetter draußen zu sitzen, in Cafés und Restaurants, aber die Lage ist zu ernst, sie ist dramatisch, es geht um Leben und Tod. Und deshalb meine Bitte, bleiben Sie zu Hause. Wenn uns das gelingt, werden wir gut durch diese Krise kommen. Aber dazu ist jetzt jeder Einzelne gefragt, mitzuwirken, zu Hause zu bleiben, soziale Kontakte zu vermeiden. In einer gemeinsamen Telefonschaltkonferenz mit den anderen Kollegen Innenministern der anderen Bundesländer und dem Bundesinnenminister Horst Seehofer
haben wir gemeinsam festgelegt, dass die Kontaktverbote weiter aufrechterhalten werden müssen, auch die Beschränkungen, die wir uns gemeinsam auferlegt haben. Es geht wirklich darum, alles zu tun, dass dieser Virus sich nicht weiter ausbreitet, damit man nicht selber und auch insbesondere andere nicht krank werden, damit nicht andere Menschen sterben müssen. Und insofern habe ich die herzliche Bitte, sich wirklich daran zu halten. Nehmen Sie unsere Verordnung ernst. Halten Sie die Kontaktverbote ein, halten Sie die Ausgangsbeschränkungen ein. Es ist wirklich keine Schikane. Es dient Ihrer Gesundheit der Mitmenschen und der Gesundheit derer, die Ihnen besonders ans Herz gewachsen sind, wie Familie oder auch ältere Menschen. Darum möchte ich Sie wirklich bitten. Yo, Leute, was geht? Immer noch verschärfte Bedingungen beim Lautgedachtdreh. Jetzt natürlich mit allem Picopello komplett, Desinfektionsmittel da, FFP3-Masken da, Handschuhe da. Nur Philipp noch nicht da. Was ist denn da nur los mit dem Typen? Wir sehen uns heute Abend 19 Uhr. Schaltet ein, seid dabei und überlebt oder sterbt. Forse ci vediamo dopo. Forse. Supernis luminaribus mihi sceatur. Flamma Seius, Lucifer matutinus inveniat. Ille in quam Lucifer qui nescit occasum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum.